Bullabü ist ein kleines Dorf in Schweden. Wir Kinder gehen nach Großdorf zur Schule. Wir sitzen allesamt im selben Zimmer, obwohl wir gar nicht alle in dieselbe Klasse gehören. 6 Kinder sind wir, die vom Bullabü kommen. Das ist Anna. Das ist ihre Schwester Britta. Und hier bin ich, Lisa. Außerdem sitzt hier Lasse und Bosse, der kleine Bruder von Lasse. Und zuletzt ich, Olle. Bei mir wackelt ein Zahn. Pfui, Spinne. Wenn wir von der Schule heimgehen, sammeln wir manchmal Steine und werfen sie in den Bach. Nein, was für Sorgen wir uns doch um Olles losen Zahn gemacht haben. Ach was, das ist doch nichts Gefährliches, meinte Bosse. Aber der arme Olle, er hat doch solche Angst vom Zahnziehen. Die Lehrerin sagte, dass sie morgen die Lücke sehen will. So ein Mist. Haben die es gut, bei denen keine Zähne wackeln? Die können sitzen und lesen und lernen und es gibt nichts, was ihnen Sorgen macht. Ein kleiner Splitter, der im Fuß steckt. Was ist das schon, verglichen mit meinem losen Zahn? Ich kann dir den Zahn abzwicken, sagt Lasse. Der hängt ja nur noch an einem Faden. Wehe dir, das ist der Mord. Immerhin gehört der Zahn noch mir. Aber die Lehrerin will morgen die Lücke sehen. Ach was, das hat sie bis morgen doch längst vergessen. Vergessen? Die? Niemals. Unser Fräulein ist ein ganz gefährlicher Mensch. Die hat ein verdammt gutes Gedächtnis. Ich finde, bei uns Kindern vom Bullabü geht es immer lustig zu. Außer wenn wir lose Zähne haben. Hat man erstmal einen losen Zahn, freut einen nichts mehr. Liegt dir was im Magen, Olle? Fragt der Lasse. Mir liegt nicht das geringste im Magen, antwortete ich. Nur, dass die Lehrerin morgen eine Lücke sehen will. Die geht noch mal. So ein Mist. Anna und ich mussten einkaufen. So hatten wir jedenfalls ein Vergnügen vor uns. Für Annas Mutter sollten wir Schmierseife und Knäckebrot besorgen und 1 Pfund Kaffee, 1 Kilo Würfelzucker, 2 Meter Gummiband und 2 Pfund Wurst von der Besten. Olles Mutter brauchte Vanillezucker und auch 1 Stück Wurst von der Besten. Und meine Mutter wollte haben Hefe und 1 Büchse Bohnen und 1 Stück Wurst. Natürlich auch von der Besten. Wenn man erstmal den Meilenstein erreicht hat, ist man schon halbwegs beim Kaufmann. Was war das jetzt noch, was Annas Mutter haben wollte? Schmierseife und Knäckebrot und 1 Stück Wurst von der Besten. Wurst, schöne Wurst, die Beste, kaufen wir ein, kaufen wir ein. Wurst, schöne Wurst, die Beste, gut muss ich sein, gut muss ich sein. Das war richtig hübsch. Anscheinend fanden das auch die Kühe. Sie sind ja mit Gesang nicht so verwöhnt. La 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 la
die Beste. Kaufen wir ein, kaufen wir ein. La 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 la. Vor dem Laden stand Mühlen-Johanns Pferd. Es ist alt, aber freundlich. Genau wie Johann selbst. Wo es nach Bullabü hineingeht. Da hat man schon den halben Weg geschafft. Die Hefe! Aber wir haben doch Hefe gekauft. Eben nicht. Gingen. Wir gingen und gingen und gingen. Und endlich waren wir wieder im Laden. Onkel Emil staunte, uns schon wieder zu sehen. Wir bekamen unsere Hefe. Außerdem bekamen wir noch saure Drops. Er ist wirklich prima, dieser Onkel Emil. Dafür bekam Johanns Pferd von uns ein bisschen Zucker. Danach zogen wir wieder los in Richtung Glocken. Die beste Idee der Welt, sagt Lasse, der automatische Zahnzieher Svea. Wohin Svea auch geht, der Zahn wird ja folgen, behauptet Lasse. Er hatte den Faden, der um einen Zahn gewickelt war, an Sveas Seil gebunden. Einfach schrecklich. Lasse hatte mir nämlich schon mal einen Zahn ausgerissen, als ich schlief. Dieser Lasse konnte wirklich furchtbare Einfälle haben. Wenn Svea wenigstens gleich losgerast wäre, das hätte ich noch aushalten können. Aber sie verstand ja nicht, dass sie zum automatischen Zahnzieher befördert worden war. Würstchen, was die Beste, kaufen wir ein, Würstchen, was die Beste, gut muss es sein, gut muss es sein. La 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 la. Onkel Karlssons Kühe starrten uns an. Die sind anscheinend auch musikalisch, sagte ich da. Dann kamen wir wieder an den Meilenstein. La 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 la
Gramm Hefe, eine Büchse Anchovis, 100 Gramm süße Mandeln, eine Flasche Essig, ein Kilo Würfelzucker und ein halbes Kilo Kaffee. Seife und Knäckebrot. Und die Schmierseife? Ganz bestimmt haben wir Schmierseife gekauft. Wir müssen sie irgendwo haben. Aber wir hatten sie nicht. Also hieß es schon wieder zurück. Und wir machten uns noch einmal auf die Beine. Und gingen und gingen und gingen. Trafen wir Tante Karlsson. Aber Kinderchen, sagte sie, kommt ihr etwa mit vollen Körben zum Kaufmann? Stimmt, sagten wir. Vielleicht kauft Onkel Emil uns eine Kleinigkeit ab. Nein, wie hat Onkel Emil da über uns gelacht? Und so gab er uns auch noch Karamellen. Natürlich auch die Schmierseife. Herzlich willkommen, falls wir uns demnächst wiedersehen sollten, sagte Onkel Emil. Davor bewahr uns der Himmel, sagten wir. Wieder gaben wir Johanns Pferd ein bisschen Zucker. Es war von unserer Vergesslichkeit richtig begeistert. Der Mensch ist doch wirklich sehr sonderbar. Ich wäre den Zahn zu gern losgeworden, aber ich hatte eine Heidenangst, dass wir abgaloppieren könnte. Wir hatten vereinbart, dass keiner schreien und sie erschrecken darf. Aber Ausschau halten wird man doch noch können, sagte Lasse. Und schon rannte er runter zu Svea. Und wenn sie jetzt Angst kriegen und sich in Trab setzen würde? Nein, bloß nicht, liebe Svea! Hab keine Angst, liebe Svea! Und sie hatte tatsächlich keine Angst. Deshalb sagte Britta, das hat doch alles keinen Zweck, Lasse. Svea findet gar nichts dabei. Sie ist der Meinung, dass du genauso belämmert aussiehst wie sonst auch. Und danach rief Britta los. Und Lasse hinterher und Bosse auch. Da hockte ich nun einsam und verlassen. Mit Svea und mit meinem Zahn. Nicht auszuhalten. Wir gingen und gingen und gingen. Endlich kamen wir wieder an den Meilenstein. Lass uns rennen, sagte Anna, sonst fällt uns womöglich ein, dass wir noch etwas vergessen haben. Man sollte einfach auf- und davonlaufen.
Nein, nicht, liebe Svea! Du doch nicht! Du darfst nicht losgehen! Oder wenn man den Faden abreißen und dann abhauen würde? Zu spät. Da kommen sie schon wieder zurück. Soll ich hier denn herumsitzen, bis ich angewachsen bin? Das könnte denen so passen. Da kann einem ja schlecht werden. Wir haben vergessen, die Wurst zu kaufen. Warum essen Sie nicht auch einmal was anderes? Wir hätten nicht rennen sollen, sagte Anna. Dazu noch so ein idiotisches Lied. Noch einmal gingen wir und gingen und gingen und gingen. Und gingen und gingen und gingen. Onkel Emil fiel bei unserem Anblick beinahe in Ohnmacht. Vor Schreck fiel ihm nichts anderes ein, als uns noch mehr Karamellen anzubieten. Nein, wirklich, danke, sagten wir anstandshalber. Und stellt euch vor, stattdessen bekamen wir jetzt sogar Schokolade. Zuerst für uns und dann noch für Bosse. Und Olle und Lasse und Britta. Dieser Onkel Emil ist einfach fabelhaft. Aber jetzt möchten wir die Wurst, sagte ich. Und zwar von der besten. Falls es solche Wurst überhaupt gibt, sagte Anna. Aber wir hatten Glück. Gerade in diesem Augenblick wollte Johann von der Mühle losfahren. Dürfen wir mitfahren, fragten wir. Diesmal ging es also auf Rädern los. Wir konnten sogar bis fast nach Hause mitfahren. Da machte es uns Spaß, wieder zu singen. Wurst, schöne Wurst, die beste, kaufen wir ein, kaufen wir ein. Wurst, schöne Wurst, die beste, gut muss ich sein, gut muss ich sein. La 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 la. Ich musste Anna plötzlich einfach anrempeln und sagen, hier haben wir uns die Schuhe abgewetzt. Hin und zurück. Hin und zurück. Hin und zurück. Wenn du auch nur noch einen einzigen Ton von diesem blöden Lied singst, schmeiß ich dich vom Wagen. Aber Anna sagte, dass sie selbst nichts mehr von der Wurst hören könne. Thank you.
bemerkte, wie wir ankamen. Ganz leise. Schokolade! Hier ist Schokolade zu haben! Und stellt euch vor, Olle merkte gar nichts, als sein Zahn rausflog. Und wie der raussauste. Schokolade ist nicht gut für die Zähne. Das weiß keiner besser als ich. Wenn man aber einen losen Zahn hat, den man gerne loswerden möchte, dann ist es hier vielleicht doch ganz gut. Wir haben an dem Tag aber doch noch etwas vergessen. Ratet mal was? Wir haben die Körbe vergessen.